Yo Leute, was geht ab? Frank der Banger am Start. Und ich habe ein Spaß-Only-Gameplay hier, wie gewünscht. Also könnt ihr übrigens öfter mal machen, hier so Kommentare klatschen, welche Waffe ihr sehen wollt. Dann zocke ich eine geile Runde mit denen. Und übrigens, wer sich wundert, dass ich noch nicht gestorben bin, das Gameplay ist flawless. Ja, also ich... Ja. Nein, ist natürlich nicht flawless. Ja, wie gesagt, könnt ihr mal gerne öfter reinschreiben in die Kommentare, welche Waffe ich spielen soll. Ich mache das. Nimm dann Hunde, Chopper Gunner und Blackbird mit, dann erreiche ich den mal eben schnell und ja, dann können wir weiterreden, lade ich das hoch und so, Killer ist offline, was geht ab? Ach nee, der ist ja offline, naja, auf jeden Fall, wie gesagt, ich dachte mir so, die Spaß 12 ist eigentlich ja eine korrekte Schrotflinte, eine, also ich finde die beste eigentlich in Black Ops und deswegen kann ich eigentlich mal ein bisschen sowas über die erzählen. Ich lese einfach mal vor, so was bei Wikipedia steht. Also ich lese mal vor. Die Spaß 12 der italienischen Firma Luigi Franci Spa, oder wie man das auch immer ausspricht. Naja, die Italiener sind eh alles, naja, Spaghetti fressende Wichser. Und es ist eine vorderschaffte Reptierflinte. Keine Ahnung, was das ist. Irgendwas mit Schaft. Die in den späten 70er Jahren des 20. Jahrhunderts zum Einsatz bei Militär und Polizei entwickelt wurde. Das Akronym, frag mich nicht, was das ist, das Akronym SPASS steht für Special Purpose Automatic Shotgun, also das heißt so viel wie automatische Flinte für besondere Einsätze, aber das S kann auch das Wort Sporting genannt werden, das heißt sportliche Einsätze dann, also ist ja auch ein bisschen komisch, für Sport, ja doch, Sportschießen, ja geht auch eigentlich. Naja, also die Besonderheit an ihr ist ein halbautomatischer Schussmodus, in dem das Gewehr nicht nach jedem Schuss durchgeladen werden muss. Ja, das ist ja dann in Black Ops genau der Fall, weil man kann ja mehrere Schüsse einfach hintereinander abfeuern, ohne dass man irgendwie nachladen muss. Das ist damit gemeint, wenn ich mich recht entsinne, habe ich hier ja schon meinen Blackbird erreicht. Sie wurde daher besonders beliebt beim Militär, weil sie eine höhere Kadenz als herkömmliche Vorderschaft-Reptierflinten bietet. Kadenz, ja, ich kenne nur das vom Deutschunterricht, männliche, weibliche Kadenz, also fragt mich auch nicht, was das ist. Es besteht aber weiterhin die Möglichkeit auf eine manuelle Nachladeweise, bei der nach jedem Schuss der Unterschaft vom Schützen in einer Art Hubbewegung zu sich gezogen und wieder in die Ausgangslage gebracht wird. Also das dann so, wie bei der Stakeout so nachgeladen wird, so ist das gemeint. Ja, sie verfügt über ein unter dem Lauf angebrachtes Röhrenmagazin, das ist das, wo die roten Patronen immer reingeschoben werden, so beim Nachladen. Ja, 8 Patronen, genauso wie hier, das Röhrenmagazin, bis zu 8 Patronen, wie in Black Ops, also das ist schon richtig gemacht so. Übrigens hier Chopper Gunner Time, aber ich bekomme irgendwie 5 Kills mit dem, obwohl ich hier einen Dreifachabschuss reinhaue, bam, Alter. Wäre es ein bisschen lächerlich, wenn ich hier jetzt den Chopper Gunner Song mit reinbringe, weil ab jetzt kommt nichts mehr, der fliegt nur noch ein paar Mal um die Map und dann war es das. Deswegen dachte ich mir mal, tja, jetzt mal ohne Chopper Song. Ja, ich denke, ihr werdet überleben, obwohl der ja ziemlich geil ist, wie gesagt. Egal. Auf jeden Fall zu den Nachteilen der Spaß 12 gehören, dass sie relativ schwer und groß ist, also so wie mein Schwanz. Außerdem ist der Rückstoß nicht unerheblich und verfügt daher je nach Modell über eine klappbare Schulterstütze bzw. einen starren Schaft, wie mein Schwanz es ist. Die Produktion der Spaß 12 wurde 2000 eingestellt. Ja, 2000 was? 2000 Äpfel. 2000 Birnen, Nüsse, was weiß ich, keine Ahnung, haben sie, ja, Wikipedia ist ja eh so eine komische Seite, die nicht zuverlässig ist, im Jahre 2000 eingestellt, die Produktion der Spaß 12. Die Spaß 15 wird in Black Ops 2, nein, Spaß, die Spaß, Spaß, ja, was für eine geile Metapher oder Illiteration oder, keine Ahnung, die Spaß 15 ist der Nachfolger der Spaß 12. Diese verfügt jetzt über ein abnehmbares Magazin, also ähnlich wie die AA-12 Schrotflinte in MW3 und in MW2, die ich übrigens ein bisschen in MW2 auf jeden Fall overpowered finde, aber in MW3 sind die Schrotflinten ja sowieso scheiße, deswegen in Black Ops das irgendwie realistischer, weil wirklich die KSG in MW3
Macht jetzt ja null Schaden eigentlich. Naja, aber egal. Also ich Spaß 12. Spaß 15 wäre eigentlich eine gute Idee so für Black Ops 2. Ja, das wäre mein Tipp jetzt an Treyarch oder Infinity Ward. Was geht ab? Goodfella online, yo. Ja, wie gesagt, also mit Spaß 12 only meine Chopper Gunner Hunde Dings erreicht, Blackbird erreicht. Also finde ich schon mal ganz geil, kann man lassen. Und ja, hier wird gleich der Endkill gemacht. Da wollte ich noch Claymore hinstellen, damit das den Endkill macht. Naja, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, dann Daumen hoch, kommentiert, abonniert, was auch immer. Haut da rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.